Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Shan und ich wollte heute mit euch zusammen basteln. Und zwar wollte ich mit euch einen Adventskalender basteln. Ihr wisst, der Dezember ist nicht mehr weit. Und ja, auch ich wollte einen Adventskalender dieses Jahr basteln. Und ja, ihr habt am Anfang des Videos wahrscheinlich schon gesehen, wie er aussehen wird. Also im Prinzip ist es bei mir eine Explosionsbox in der Hexagonform. Also Hexagon bedeutet, hat 6 Seiten. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe 3 Schachteln schon vorbereitet, dass es im Prinzip die Länge des Videos nicht sprengt. Das Grundprinzip ist immer dasselbe. Sind immer nur andere Größen. Wie bin ich vorgegangen? Also im Prinzip, ich hatte mir überlegt, dass wir, ja, 4 mal 6 sind 24. Wir brauchen hier 24 Türchen im Prinzip. Und ich habe mir überlegt, dass man eigentlich aus den Hexagonen im Prinzip eine Explosionsbox macht. Und die Explosionsbox ist ja so, dass ich dann ineinander stapeln kann. Jetzt habe ich Stanzen von Hexagon gehabt. Das war mir dann aber irgendwie zu klein, irgendwie zu nix sagen. Deswegen habe ich mir den überlegt, was ich anderes machen kann. Und ich habe seit geraumer Zeit einen Schneidplotter und den habe ich dann dazu benutzt und dann konnte ich nämlich auch wunderbar die Größe einstellen. Wer das nicht hat, kann natürlich auf die Stanzen zurückgreifen in einer ganz einfachen Variante. Entweder nimmt er die 4 Größen, die er da hat, oder er nimmt sich die größte, wenn er das auch zu klein ist, und legt sich das im Prinzip auf ein Blatt Papier. Das ist dann halt ein bisschen selber zeichnen. Im Prinzip ist das total. Oder die Idee, die ich dann noch hatte, bevor ich quasi das drauf gekommen bin, einfach mal die Maschine anzuschmeißen. Manchmal hat man die einfachsten Sachen. Sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jedenfalls, wenn man das dann so abgezeichnet hat, ich weiß nicht, seht ihr es? Jetzt so Pi mal Daumen, dann kann man einfach sein Geodreieck nehmen und dann einfach diese Linien um 5 mm verschieben. Und zwar kriegt man dann jeweils dann ein, wenn man 5 mm an jeder Seite. Da bekommt ihr im Prinzip dann immer ein Hexagon, was 1 Zentimeter größer ist. Was ich im Prinzip an der Maschine eingestellt habe, könnt ihr dann euch so zurechtschneiden. Eigentlich total easy peasy. Und dann könnt ihr euch das quasi so ausschneiden. Und dann könnt ihr euch eure Größe auch selber variieren. Dann müsst ihr nicht die größte Form nehmen, dann nehmt ihr euch einfach eine Hexagonform aus euren Stanzen raus und dann könnt ihr quasi so aufbauen. Weil bei mir ist es auch so aufgebaut, dass ich im Prinzip 4 unterschiedliche Größen hatte. Und zwar die ist jedes Hexagon in der Grundschachtel. Also die untere Form, die ist immer 1 Zentimeter größer. Und bei den Deckeln habe ich so gemacht, dass der Deckel immer 2 mm größer ist als meine untere Form, dass ich auch genug Platz habe, um das da ein bisschen reinzumachen. So, im Prinzip sieht es dann so aus, dass ich das dann so hier öffnen kann und das dann immer neue Sachen aufklappen. Jetzt ist es noch nicht dekoriert, also das Designpapier kommt noch drauf. Ich denke, dass ich das Video in mehrere Teile quasi oder an mehreren Tagen drehen werde, weil es ansonsten zeitlich mein Budget sprengt. Ja, im Prinzip ist das das. Das habe ich euch erklärt, die Explosionsbox. Euch erklärt habe ich auch, wie man mit einer Stanze quasi sich das vergrößern kann, wenn man keinen Schleifplotter hat. Und ach ja, den Deckel. Das habe ich euch auch gesagt, dass der Deckel 2 mm größer ist als meine untere Form. Das heißt, mein Deckel von der dritten Schachtel, dieser hier, der ist 2 mm größer in der Form als mein unteres. Das könnt ihr auch wieder mit dem Geodreieck machen. Und zwar habt ihr ja die Striche dann so da dran. Und dann könnt ihr euch im Prinzip die Linie von eurer Grundform 2 mm verschieben. Und dann habt ihr quasi den Deckel dann auch. Den könnt ihr euch dann auch rausschneiden. Noch mehr? Ne, das war es jetzt erstmal. Nochmal auf meinem Spickzettel gucken, ob ich da noch was vergessen habe. Jeweils 4 Größen. Ach ja, und dann, was wir dann brauchen. Wenn wir also unseren Deckel, im Prinzip ist das meine Grundform und das ist mein Deckel. Ihr seht schon, der ist 2 mm größer, also es ist nicht viel. Es ist auch mit dem Auge beinahe nicht wahrnehmbar. Quasi 1 mm an jeder Seite. Dann habe ich mir noch ein 3 cm Stückchen für meinen Deckel zurechtgeschnitten. Was habe ich dann gemacht? Ich habe im Prinzip ein A4-Blatt genommen. Ich habe mir quasi 3 cm runtergeschnitten. Das wäre auch nicht lang genug gewesen für meinen Deckel. Das heißt, ich habe mir meinen 3 cm Streifen auch verlängert. Und zwar habe ich das hier an der Kante. Seht ihr das? Und dann überlappt das hier. Aber wenn wir Designpapier draufkleben, dann sieht man das gar nicht. Ich habe mich auch für schwarzen Cardstock entschieden, weil man da meistens die Übergänge ein bisschen weniger sieht, weil der Schatten dann auch irgendwo verschwindet. Also ich habe mir quasi einen 3 cm Streifen, habe ich mir, ja,
zweimal von einem A4 runtergeschnitten, habe mir das verlängert, dass ich im Prinzip dann es doppelt so lang hatte und habe es mir dann später erst zurechtgeschnitten. Was habe ich dann gemacht? Im Prinzip habe ich dann einen Streifen. Also im Prinzip habe ich mir einen Streifen genommen, habe mir den auf einen Zentimeter gefalzt. Jetzt habe ich meine Häkelnadel gerade nicht hier. Dann falze ich mir das quasi hier bei einem Zentimeter, dass das quasi meine Klebelasche ist. Ich weiß, der Streifen ist jetzt kürzer als das, was ich eigentlich brauche. Ich will euch nur das Prinzip erklären. Dann nehme ich wieder meinen Deckel zur Hand, markiert euch eure Deckel. Ich habe es mir auch mit Post-its quasi markiert, was mein Deckel ist und was meine Grundform ist, weil das ist so wenig, dass das unterschiedlich ist. Dann haut das sonst durcheinander, dann passt es nämlich am Ende nicht. So, was ich dann gemacht habe, ich habe mir im Prinzip meinen Deckel genommen und habe mir das hier oben angelegt und habe mir das im Prinzip markiert, meine Ecken markiert, dass ich genau die Länge von meinem Hexagon quasi habe. Dann habe ich das wieder an meinem Bleistiftmarkierung angelegt und wieder die neue Markierung gemacht. Und so habe ich das dann gemacht, dass ich quasi sechsmal bloß eine Überlappung hatte. So. Immer schön oben am Rand. Also genau macht man das nie. Und dann habe ich im Prinzip da meine Markierung, habe ich einfach gefalzt. Die habe ich dann irgendwo angelegt und dann habe ich gefalzt. Dann habe ich wieder die nächste Markierung gesucht und dann habe ich wieder gefalzt. Und dann habe ich wieder meine Markierung gesucht und wieder gefalzt. Und dann hatte ich hier vorne eigentlich noch eine Markierung. Ich glaube, die war es, dass ich da auch ein bisschen überlappen habe. So, im Prinzip haben wir das dann sechsmal. Das sieht dann so ein bisschen so aus. Dann habe ich mir einfach eine Schere genommen und habe mir bei der Falz, also da bei dem 1 cm Stückchen, seht ihr das? Meine Hände sehen noch ganz übel aus. Ich habe nicht gerade gestern noch mit schwarzem Gesso gearbeitet und vorhin noch. Und dann schneide ich mir im Prinzip so ein kleines Eckchen raus. Und das mache ich dann im Prinzip überall da, wo meine Falz runterwärts ist. Und zwar hat das den Grund, dass wir an der Klebelasche, dass ich das dann nicht im Prinzip so ein bisschen im Weg ist. Dann habe ich mir meine ganzen Falzen erstmal geknickt. Ihr wisst, an der Bubbelseite geht es nach hinten und an der Talseite oder an der, wie? Da wo der Bubbel ist, in die Richtung wird es geknickt. So rum. An der Bubbelseite dahin wird es geknickt. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt in einem Video. Das wissen ja auch die meisten so. Und im Prinzip kann man sich das dann so wunderbar biegen, wie man das möchte. Ich könnte jetzt hier ein Viereck draus machen, das wollen wir aber nicht. Im Prinzip kriechen wir dann, wenn wir das gemacht haben, ein langes Stückchen raus. Und dann nehmen wir unseren Deckel zur Hand und dann können wir uns den im Prinzip reinkleben. So. Das mache ich jetzt auch noch mal kurz zusammen mit euch, dass ihr seht, wie ich das mache. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich das im Prinzip außen geklebt habe, weil ich das irgendwie schöner fand vom Abschluss her, weil dann hatte ich an dieser Kante Fokus. Dann habe ich hier nicht so eine Reinguckkante, weil wenn ich das so mache, dann fand ich das den Abschluss weniger schön. Fokus. Naja, ihr wisst bestimmt, wie ich das meine. Was ich da mache, ich nehme dann wieder meinen Lieblingskleber. Ich bin nicht gesponsert, das ist meine eigene Meinung. Also macht damit, was ihr wollt. Ich gebe mir dann an jede Klebelasche quasi Kleber an. So. Und spart mit dem Kleber nicht zu sehr. Ich meine, alles, was rausläuft, das klebt auch nicht. Gell? Das habt ihr wieder nur an den Fingern. Das ist immer so ein bisschen Balance, was man da kreiert. Wo ist meine Decke? So. Und dann fange ich im Prinzip so an. Ich nehme mir hinten nur meine Markierung ab, dass das mein Deckel war. Und dann lege ich das im Prinzip an, knicke mir das nach oben. Halte das ein bisschen nach oben. Oh. Nochmal, ihr habt es nicht gesehen. Lege mir das so an, so Ecke an Ecke. Und dann halte ich es mit der anderen Hand ein bisschen nach oben und dann drücke ich das hier schön an. So, und dann schiebe ich mir das im Prinzip immer schön drunter und knicke mir das gleich immer wieder schön fest. So. Und dann, wenn wir einmal rum sind und die Ecken passen schön, dann streichen wir alles nochmal schön mit dem Falzbeil fest. Wenn wir das natürlich hier innen drin gemacht hätten, dann hätten wir es wahrscheinlich schöner feststreichen können. Oh, jetzt habe ich vergessen, hier mir mein an der Überlappung meinen Kleber anzugeben. Ach, Schande. Irgendwas ist doch immer.
So, geben wir uns hier noch kurz Kleber an, dass wir uns das auch noch schön festmachen. Irgendwas vergesse ich halt immer. So. Jetzt nehme ich mir meinen Falzball und streiche mir das überall nochmal schön fest. Den überschüssigen Kleber, den versuche ich mir ein bisschen wegzuwischen, dass wir dann den später nicht sehen. Er trocknet zwar transparent, aber es fängt halt doch irgendwo an zu glänzen dann. So, die Ecken nochmal schön. So, im Prinzip ist das unser Deckel. Easy peasy gemacht. Super fix eigentlich auch. Wenn ihr einmal den Dreh raus habt, dann funktioniert es auch ratzifatzi. So, dann wäre das unser Deckel von unserer großen Box. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie ich das mit dem unteren Teil gemacht habe. Ist auch total easy peasy. Im Prinzip habe ich mir einen Streifen von 12 cm geschnitten. Diesen habe ich mir dann quasi gefaltet. Also es war jetzt ein langes Stück, ein A4 quasi wieder. Das war dann so lang, sagen wir mal. Und das habe ich dann wieder auf 1 cm gefaltet. Und dann habe ich mir quasi die Länge der Seite runtergeschnitten. Was ich dann gemacht habe, ich habe einfach meine Seitenlänge gemessen. Dadurch, dass es ein Hexagon ist, ja symmetrisch, also es ist jede Seite immer gleich lang. Dann habe ich mir quasi die Streifen runtergeschnitten, habe dann schon meine Falz gehabt. Und was ich jetzt nur noch machen muss, ist mir im Prinzip meine Ecken hier runterschneiden und dann hier an diese Box kleben. Und dann hätten wir auch schon unseres Teil fertig. Ich sehe gerade, ich habe die Ecken noch nicht weggeschnibbelt. Dann machen wir das jetzt kurz zusammen. Weil das stört nämlich sonst beim Kleben. Da sind die sich nämlich ein bisschen im Weg. So. Ich habe zwar versucht, einiges vorzubereiten, aber scheinbar vergesse ich doch immer irgendwas. So. Die ganzen Ecken hier. Mal kurz zur Seite. Und dann kommen wir hier auch schon anfangen. Im Prinzip da, wo die... Seht ihr das? Da, wo die Buckelseite ist, dahin knickt was. Ups, da verschwindet das Teil. So, und dann gebe ich mir im Prinzip auch wieder Kleber an der Innenseite. Und ich klebe das auch wieder so. Oh, mein Spickbrief. Mein Spickbrief auch noch wegmachen. So. Da habe ich mir nämlich einfach nur aufgeschrieben, wie groß ich dann das Designpapier noch schneiden muss. So, im Prinzip ist das wirklich eine relativ einfache Manier. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ihr da riesengroße Schokolade reinkriegt oder so. Könnt ihr natürlich auch dran kleben, aber die Taschen sind so konzipiert, dass man eigentlich nur eine Nachricht reinsteckt. Ein Liebeswort oder keine Ahnung, was ihr da reinmachen könnt. Ihr könnt natürlich auch ein Stückchen Schokolade draufkleben. Das ist ja dann euch überlassen. Wenn der Platz es hergibt, müsste halt was Flaches sein, weil es ja quasi nur 5 mm an jeder Seite übersteht. Also 1 cm größer. Aber ihr könnt das ja auch in einem anderen Maß konzipieren. Im Prinzip, wenn ihr das Prinzip mal verstanden habt, dann könnt ihr da wahnsinnig mit variieren. So, dann lege ich es quasi, ich schiebe mir das wieder quasi drunter, knick mir das kurz zusammen, streiche mir das kurz fest, dann weiß ich nämlich, dass es an den Ecken passt und dann nehme ich mir die nächste Seite. So, ihr Lieben, vergebt mir kurz, ich muss kurz wieder reinkommen, ich muss kurz überlegen, wie weit wir das letzte Mal waren. Also ich glaube, wir haben die große Box zusammengeklebt, wir haben den Deckel geklebt, das habe ich euch gezeigt. Ich habe euch gezeigt, wie ihr an die Maße kommt. Und wir haben die Seitenteile angeklebt, glaube ich. Ich habe schon wieder ein bisschen vorgearbeitet, dass ich euch auch was zeigen kann. Und zwar habe ich nämlich bei den anderen zwei, drei kleineren Boxen habe ich schon mein Designpapier geklebt. Und wollte euch zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Und bei der großen Box machen wir es wieder zusammen. Im Prinzip ist bei meiner kleineren Box, habe ich den Deckel geschnitten. Und dann habe ich mir innen drin mein Designpapier, jetzt hängt es hier, mein Designpapier innen geklebt und außen geklebt. Also ihr seht, unten drunter habe ich mir auch schon mein doppelseitiges Klebeband, weil wir das gleich noch zusammen kleben wollen. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir quasi im Prinzip meine Seite gemessen, in der Länge und in der Breite. Habe mir dann mein Designpapier zugeschnitten und zwar nehme ich in der Breite und in der Länge immer 5 mm weniger. Also 5 mm weniger. Und dann, was habe ich dann gemacht? Ach ja. Ist vielleicht noch interessant zu wissen, welches Papier ich genommen habe. Ich habe im Prinzip so eine 15 bei 30 cm Blatt genommen. Und das war jetzt hier in meinem Beispiel. Jetzt muss ich kurz messen. In meinem Beispiel ist es hier meine Seite 9 cm. Das heißt, in der Länge habe ich dann quasi einen Streifen von 8,5 cm geschnitten. In der Breite ist meine Seite 6,5 cm.
3. Das heißt, ich komme minus 5 mm auf 5,8 cm. Und dann habe ich das im Prinzip aus meinem Designpapier rausgeschnitten. Und dann habe ich einen Reststreifen von 6,5 cm gehabt. Und den habe ich dann für innen drin benutzt. Finde ich jetzt nicht störend, dass hier oben dran das schwarz ist. Ich habe überlegt, ob ich dann auch nochmal Designpapier dahinter klebe. Aber das war mir ein bisschen zu wuselig. Ich habe mich auch dazu entschieden, an den Deckel quasi den breiten Streifen eigentlich auch schwarz zu lassen. Weil das, finde ich, bringt dann nochmal ein bisschen mehr Ruhe rein. Also mir hat das so ganz gut gefallen. Kann jeder anders machen, wie er möchte. Ich habe mich quasi dazu entschieden und innen drin habe ich mir kleine Taschen kreiert, wo ich quasi eine kleine Nachricht reinmachen kann. Da habe ich nämlich mein Designpapier dann kleine Taschen gefalzt, im Prinzip mit einer Klebelasche. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal, wie ich das gemacht habe. Und ja, ich habe es nicht nochmal mit Cardstock gemacht, das wollte ich euch noch erklären. Ich habe es nicht mit Cardstock gemacht, weil ansonsten hätte ich ja nochmal Cardstock geklebt und dann nochmal Designpapier. Und das fand ich ein bisschen, ja, das war mir ein bisschen zu viel. Zu viel Arbeit, zu viel Papier. Das wollte ich dann nicht machen. Und ich habe auch an den Ecken, seht ihr das? Ich habe da meinen Puncher, meinen Eckenpuncher genommen. Den mag ich ja ziemlich gerne, das habe ich euch schon mal gesagt. Vorsicht, Werbung, welche Markenerkennung. Also da habe ich die eine Ecke genutzt. Das machen wir jetzt auch noch kurz. Und dann wollte ich euch noch zeigen, wie ich gefalzt habe. Ich habe nämlich auch eine Zentimeter Klebelasche. Für meine große Box, die wir zusammen machen. Wollte ich im Prinzip euch das auch zeigen. Ich punche mir kurz meine Ecken und dann sehen wir uns gleich wieder. Im Prinzip mache ich hier erstmal meine ganze, also ich bin einmal die Runde rum. Dann wollte ich zeigen, ich habe im Prinzip wieder gemessen, ich habe meine Seite wieder gemessen und zwar war meine Seite jetzt um die dumm die drei 7 sind 11 cm meine Seite. Das heißt, ich habe mein Designpapier brauche ich in 10,5, das habe ich mir auch schon mal geschnitten. 10,5, jawohl. Habe mir das den Rand ein bisschen distressed. Das heißt, meine Außenkanten habe ich. Ups, jetzt hat nicht gebildet. Im Prinzip, meine Rechenformel ist quasi Länge minus 5 mm ergibt die Länge meines Designpapiers und Breite minus 5 mm ergibt die Breite meines Designpapiers. Das ist für außen. Das braucht mir quasi 6 Mal. Auch da habe ich die Ecken wieder mit meinem Puncher, kann ich unten euch nochmal verlinken, wenn ihr wollt, gepuncht. Und dann habe ich die Innenseiten, habe ich im Prinzip wieder die Breite hiervon genommen, plus 2 cm. 2 cm wegen der Klebelasche, die ich da habe. Unten habe ich jetzt keine Klebelasche, da klebe ich das unten einfach so auf. Fand ich, reicht eigentlich. Was wollte ich euch noch mehr zeigen? Ja, ich habe noch zwei Teile übrig, dann wollte ich euch das noch zeigen. Ich habe auch noch eine kleine Eingriffmulde, ich weiß nicht, ja, so eine Griffhilfe im Prinzip reingepanscht. Habe ich auch noch einen kleinen Puncher genommen. Das ist eine, Vorsicht, Werbung, welche Markenerkennung, 5/8 Inch Stanze. Die nutze ich da ganz gerne. Ist von Raya oder so. Das wollte ich euch noch zeigen. Und dann konnten wir eigentlich schon weitermachen. Dann wollte ich euch das kurz zeigen. Also wie gesagt, meine Breite ergibt sich aus der Breite, die wir für die Vorderseite genommen haben. Also aus den Stückchen, die wir vorne draufkleben. Plus 2 cm, weil ich an beiden Seiten eine Klebelasche von einem Zentimeter. So, dann falte ich mir das Ganze erst einmal, knick mir das, halte mir meinen Puncher ungefähr so, wie mir das im Prinzip gefällt. Also das ist nicht ausgemessen, das ist einfach Pi mal Daumen, dass ich links und rechts einen ähnlichen Überstand habe und dass ich hier bis zur Hälfte im Prinzip punche. Und das war auch schon die ganze Hexenkunst. Das Einzige, was ich dann noch mache, ist im Prinzip mir meine Ecken schräg wegschneiden, dass da auch nichts stört dann später beim Kleben, weil wenn das dann so, das wird dann so wulstig, das mag ich gar nicht. Und dann müsste ich es nur noch distressen. Nochmal, ich habe mir zwei im Prinzip übrig gelassen, falls was nicht klappt, dann falte ich es quasi, ja, ich kann es auch da drüben, falls es auch ein Zentimeter, das bleibt sich dann im Prinzip gehüpft wie gesprungen. Ich bin jetzt hier nur besser dran gekommen. Im Prinzip wieder so, dann falten, dann knicken wir uns das nach hinten. Ich habe es noch gar nicht festgestrichen. Dann ist das nämlich auch so wulstig. Dann kommt das nämlich so hoch. Das mag ich immer gar nicht so, wenn das Papier nicht so schon gerade ist. Und auch hier wieder in der Mitte ungefähr. Wenn ihr ein Papier habt mit einer Richtung quasi, achtet darauf, dass ihr eure Griffmulde quasi oben macht. Weil ansonsten stehen sie auf dem Kopf. Bei mir sind das jetzt kleine Ölchen. So. Und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber für mich wird das ein kleiner Komplimente-Nachrichten-Kalender. Also ich finde, es müssen nicht immer Süßigkeiten sein. Man kann auch mal kleine Nachrichten. Das habe ich so jetzt noch nicht gesehen.
Fand ich eigentlich ganz nett. Und was kann. Ja, was mache ich jetzt? Ach ja, ich wollte noch distressen. Die Kanten habe ich weg. Distressen nehme ich jetzt mal diese Stempelkissen. Ich nenne es zwar distressen, aber ich nehme mir einfach so ein kleines Schwämmchen. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt mit so einer Klammer. Und ja. Und nutze einfach die. Weil ich mit den anderen irgendwie, habe ich mir noch nicht gekauft, bin noch nicht dran gekommen oder ich fand es dann gerade nicht so nötig. Dann habe ich wahrscheinlich eher was anderes gebraucht als die Teile. So ist das manchmal, gell? Und das tut es für meine Zwecke, tut es das. Ich bin nicht großartig am Hintergründe machen. Das heißt, ich brauche diese Verblendung-Tools nicht wirklich. Für mich reicht das so. So. Ist auch eine preiswerte Alternative. Also von dem her ist das für mich so okay. Dann nehmen wir uns unsere Box zur Hand. Achtet darauf, dass ihr innen auch wirklich innen klebt und außen quasi außen lasst. Im Prinzip ist bei mir innen das, wo es quasi, wo ich die Klebelasche nicht sehe. Und dann klebe ich mir auch, ach ja, jetzt sehe ich gerade, ich habe mir hier meine Teile noch nicht abgerundet, aber, obwohl ich habe die ja schon abgerundet. Eigentlich hätten wir das jetzt gar nicht gebraucht, weil das gerade hätte auch gut ausgeschaut, wenn ich das jetzt so sehe. Naja, der Drops ist gelutscht. Die anderen vier sind schon gemacht, das heißt, ich muss die jetzt auch noch machen. Jetzt muss ich auch die richtige Kante nehmen, sonst sieht das nämlich auch blöd aus. So. Im Prinzip punche ich mir die kurz. Dann kann ich die auch gleich nochmal distressen, weil ich total verrissen habe, dass die ja die Ecken auch noch gemacht werden müssen. Die schon. Die schon. So, das Teil hat zwei Ecken. So. Okay, das haben wir. Und dann nehme ich quasi den Kleber meiner Wahl. Also ihr könnt da Kleber nehmen, den ihr wollt. Ich nehme diesen hier. Ich mag den ganz gerne. Ich bin nicht gesponsert. Ich kaufe den mir immer selber. Ich möchte ja mal den Tombow noch ausprobieren. Nicole schwärmt immer vom Tombow, dass der so schön schnell anzieht. Aber naja, das kommt auch noch. Das steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. So, und dann klebe ich mir im Prinzip meine Seite hier drauf. Streiche mir das nochmal schön fest, dass das auch schön, der Kleber schön eine Verbindung mit meinem Cardstock eingehen kann. Was mir jetzt bei den Innenteilen immer noch passiert ist, dass mir der Kleber hier rausgelaufen ist und mir innen drin hier ein bisschen das festgeklebt hat. Also es kann sein, dass ihr dann, wenn ihr eure Text dann reinschieben wollt, dass ihr das erst noch ein bisschen lose prickeln müsst. Aber im Prinzip, bei mir soll dann ein grüner Cardstock rein. Ich habe überlegt, rot oder grün. Ich habe mich für einen grünen entschieden. Fand ich irgendwie harmonischer. Und ja, dann können wir das erstmal machen. Ich klebe noch einen mit euch zusammen und dann den Rest klebe ich alleine. Dann habt ihr, glaube ich, gesehen, wie ich das meine. Und dann können wir die Reihe rummachen. Außen sehen wir uns dann wieder. Oh ja. Was ich natürlich mache, ich mache hier an meiner Klebelasche hier und hier. Und unten klebe ich auch nochmal. Weil das hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen, da unten Kleber anzugeben. Und wo kein Kleber ist, kann ich kleben. Ja? Also da muss man kein Studierter für sein, um das zu wissen. So. Oh, ich so. Und schön feststreichen. Und wie gesagt, ich klebe jetzt meine vier restlichen Teile noch kurz allein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Also, die Innenseiten habe ich geklebt. Machen wir die Außenseiten noch. Gibt es eigentlich nichts weiter dabei zu beachten, außer dass ja, die Ecken wieder ein bisschen abgerundet sind. Und ich gebe da manchmal noch ein bisschen den zweiten Kleber an. So. Und dann kleben wir uns das im Prinzip hier noch drauf. Und so gehe ich dann auch wieder vor. Ich streiche mir das wieder schön fest. Schön an den Ecken, sodass der Leim auch ein bisschen rauskommt. Den wische ich gleich immer noch mal weg mit einem Tuch. Das ist etwas lange. So. Und dann mache ich das auch wieder reihum. Also im Prinzip setze ich es dann eher nur auf die Mitte, so dass ihr es halt seht. Ich setze das schon in die Mitte und dann klebe ich das auch wieder ringsrum und dann sehen wir uns so gleich wieder. So, also meine Seiten sind geklebt, innen und außen habe ich jetzt geklebt. Jetzt fehlt im Prinzip nur noch mein Deckel. Auch da habe ich wieder darauf geachtet, dass ich mein Hexagon quasi 5 mm kleiner als das Hexagon geschnitten habe, was, ja, was meine Grundform quasi ist. Ich habe euch im letzten Teil auch schon gesagt, quasi ausgegangen bin ich von meiner Grundform
unten und mein Deckel ist auch 2 mm größer gewesen. Wo ist jetzt mein Deckel? Und ja, das habe ich euch das letzte Mal schon erzählt. Klebe nochmal den Deckel noch drauf. So. Und dekorieren werde ich das Ganze auch, denke ich, alleine. Und ihr werdet dann später in einem Kraftupdate, glaube ich, sehen, was daraus entstanden ist bei mir. Also wie gesagt, es ist ein Adventskalender. Da müssen wir ja noch ein paar Zahlen drauf machen und ein bisschen schick machen. Weil nur das Designpapier ist dann auch noch nicht so ganz mein Ding. So, im Prinzip das klebt. Ach ja, zusammen wollte ich mit euch noch die Box kleben. Und ich bin am Überlegen, wie ich das klebe. Weil, wo ist meine Box? Das ist ja die dritte. Im Prinzip am schönsten fände ich, wenn das dann immer so versetzt ist. Aber das passt mit meiner Grundform nicht. Das passt mit meiner Grundform nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich die Hexagons 2 cm kleiner machen müssen, statt nur einem Zentimeter. Also wie meine ich das? Ich habe mich vorhin schon ein bisschen rumprobiert. Also wenn es so jetzt aufklappt, sind die immer übereinander. Und das finde ich irgendwie... Und das schon wieder. Ah. So. Na komm. So. So, und dann liegen die Flappen immer übereinander. Und das finde ich eigentlich blöd. Dadurch, dass meine Grundform aber nur 1 Zentimeter kleiner ist, kann ich sie nicht ganz komplett so verschieben, dass es immer im Zwischenraum ist. Das heißt, es überlappt ein bisschen und ist ein bisschen im Überstand. Wie meine ich das? Im Zwischenraum wäre es quasi, wenn ich die Ecke im Prinzip auf die Mitte der Seite mache. Aber dann würde meine Box nicht mehr reinpassen. Seht ihr das? Dann würde das hier drüber hinausragen. Das heißt, ich kann es nur ein bisschen, so dass die Spitze im Prinzip an die Falz meiner unteren Box ist. Und dann überlappt das ein klein wenig. So. Und so kann ich sie dann quasi nur einkleben. Und dann wird das quasi so. Und dann verschieben sie sich so wie nennt man es denn? Windmühle für den Garten oder so. Klebt was mal drauf. Ich bin jetzt einfach mal ganz mutig und mache einfach unten mein doppelseitiges Klebeband, die Schutzfolie ab, wenn ich sie dann abgebe. Also ihr Lieben, ich habe das jetzt nochmal reingeklebt. Kleiner Tipp, es hat sich als schwieriger erwiesen, als ich es eigentlich geplant hatte. Ich habe es nochmal rausmachen müssen. Ich hatte beinahe die Lust am Projekt verloren. Wir machen das jetzt nochmal kurz zusammen, dann kann ich es euch nochmal zeigen. Und zwar habe ich das Klebeband abgemacht, ich habe es nochmal rausgefummelt gehabt und habe dann nochmal Nasskleber drauf gemacht, weil ihr dann die Möglichkeit habt, das doppelseitige Klebeband auch nochmal zu schieben. Also das, bis der Nasskleber dann quasi so weit ist, dass er dann anzieht, dann kann das Klebeband wieder kleben. Da verschafft es uns erstmal einen Moment etwas Schiebekraft, nenne ich es jetzt mal. Und was ich auch gemacht habe, ich habe im Prinzip meine Box innen drin rausgenommen und habe mir das Ganze ineinander geklappt. Das ist wie eine Blume quasi. Ich glaube, da gibt es auch irgendeinen Origami-Trick oder so. Wie eine Blume ineinander geklappt habe. Zumindest ging das bei dem anderen Teil. Dass ich quasi das ganz flach hatte. Und dann konnte ich besser schauen, wie das ist. Und dann bin ich eigentlich in die ursprüngliche Form gegangen. Und dann habe ich es wirklich nur ein ganz kleines Stückchen gedreht. Seht ihr das? Jetzt habe ich auch viel besser den Überblick, wo das am Ende ist, weil mir die ganzen Laschen waren mir irgendwie ein bisschen im Weg. Und dann setze ich es drauf. Dann klappe ich das Ganze quasi wieder auf. Mache mir kurz den Kleber von den Händen und streiche mir das Ganze jetzt fest. Und dann seht ihr, dass das wieder noch ein kleines Stückchen aufgeschoben ist. Und so finde ich das auf jeden Fall wesentlich hübscher, als wenn die komplett übereinander gelegen hätten. Und ich hoffe, dass ich die letzte Box quasi noch so geklebt kriege, dass quasi der letzte Zwischenraum dann zwischendrin überdeckt wird. So ist der Plan. Drückt mir die Daumen, dass das auch so funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr eure Hexagons so wählt, dass nicht nur 1 Zentimeter Unterschied zwischen den unterschiedlichen Boxen ist, sondern dass da 2 Zentimeter drunter ist, könnt ihr das komplett so kleben, dass es immer in den Zwischenräumen ist. Ist vielleicht so eine kleine Idee am Rande. Oder für mein nächstes, dass ich das dann weiß. Im Prinzip wieder Kleber angegeben auf mein doppelseitiges Klebeband. Ich klappe mir quasi meine ganzen Laschen wieder nach innen. So, ups.
So. Und lege mir das im Prinzip wieder so, wie es normalerweise genau die gleiche Form, nur einen Zentimeter kleiner gehabt hätte. Und dann schiebe ich mir das quasi wieder wie im Uhrzeigersinn, so dass die Ecken auf jeden Fall so ein bisschen an den Falzlinien, wie kann ich das besser umschreiben, so dass meine Ecken quasi, hier seht ihr die Ecke und da die Falz, so dass die quasi die Falz so gut wie beinahe berühren. Dann kann ich das Ganze wieder aufklappen und dann kann ich das Ganze feststreichen. So. Und dann müsste das auch alles noch passen. Schauen wir mal, ob noch alles passt. Dann mein Deckel hier wieder oben drauf. Dann hier die nächste Box. Auch hier mein Deckel wieder oben drauf. Und auch da, ich sehe schon, es passt. Jawohl, das Universum war mit mir. Auch hier wieder meinen Deckel oben drauf. Ich finde das wirklich ein sehr, sehr schönes Weihnachtspapier. Wie gesagt, ich habe mich jetzt für Tex entschieden in der grünen Farbe, aber das seht ihr dann auf jeden Fall das nächste Mal, wenn mein Weihnachtskalender fertig ist. Ich denke, dann könnt ihr soweit erstmal weiterarbeiten. Wisst Bescheid, wie ich mir das gedacht habe. Ich hoffe, das war eine kleine Anregung für euch. So. Und ich bin schon gespannt auf eure Ergebnisse. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr auf Instagram mich verlinkt, dass ich sehen kann. Wie gesagt, das ist erstmal die Box. Das ist der Rohzustand. Und ich freue mich schon aufs Dekorieren. Ich mache das jetzt und freue mich dann, wenn ich euch das nächste Mal zeigen kann. Auf jeden Fall schön, dass ihr da wart.